Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4 mit dem Land Rush. Heute gehen wir uns komplett Mexiko und den Auftrags Kalifornien haben eigentlich quasi das gleiche, was wir jetzt Montag, Dienstag auch gemacht haben. Also, nochmal, auf geht's. Und dann sind wir Ende der Woche mit dem Land Rush durch. So, 1,22 Kilometer. Wir fahren aber diesmal auf der vollen Strecke und diesmal nicht auf der, auf der Kurzstrecke. Okay. Ah, kriegen wir trotzdem hin. Und da ist es Mexiko. Diesmal im Regen. Aber trotzdem sind die Zuschauer zahlreich da. Wir haben wieder einige Aufgaben zu erledigen. Aber ihr kennt das Spielchen ja. Gut, viel Glück fürs Rennen. Danke. Bleib konzentriert. Bloß nicht ausscheiden hier. Irgendwie durch irgendein blödes Manöver durch den irgendeinen blöden Fehler. So. Wollen wir uns ein bisschen durchsetzen. Ja, und heute sehen wir uns wieder der komplette Rennen aus Mexiko an. Dann geht es weiter mit dem nächsten Teil aus den Auftakt aus dem nächsten Rennen, also das Halbfinale dann. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf dieses Halbfinale, dass wir überhaupt weiterkommen. Sonst können wir vom Finale überhaupt gar nicht träumen. Sonst sind die Punkte nur weg. Auch ein Fehler in der letzten Runde. Kann einem komplett das Rennen kosten. So. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt. Gut gemacht. 7 Zehntel, sehr schön. 2,4 der Abstand. Hauptsache wir sind vorne weg, das ist das Allerwichtigste erstmal. Genau, sowas darf halt nicht jetzt passieren nochmal. Dieses unnötige Rausrutschen oder so. Letzte Runde, greif weiter an. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Da müssen wir nochmal voll konzentrieren. Bloß nicht irgendwie rausrutschen oder sonst irgendwas. Aber wir wollen ja ins große Finale. Wir können leider nicht gegen unseren Kontrahenten Punkte kosten. Weil der im anderen System, in einer anderen Liga mitfährt, beziehungsweise in einer anderen Gruppe mitfährt. Aber egal. Wir stehen zumindest erstmal im Finale.
So, kleiner Fehler im System. Irgendwie wollte das nicht, aber jetzt funktioniert. Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Ja. Bereit. Aber es ist ja schon mal. 6 Runden haben wir jetzt gleich wieder. Das kennt er ja schon. So, ich muss kurz was nachgucken. Jetzt funktioniert, aber funktioniert alles. So, wir wollen auf jeden Fall hier klar den nächsten Sieg rausnehmen, rausholen. Runde 3. Ja, ich bin nicht ganz souverän durchgekommen. Aber wir haben immer noch einen Vorsprung von über 2,5 Sekunden. Also alles ist im Rahmen. Das Wetter macht es vor allen Dingen nicht einfacher. Aber wir kriegen das schon hin. Nicht zu eng fahren. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 4 Zehntel aufgeholt. Na, nochmal eine neue absolute Bestzeit gesetzt. Also für uns. Also das ist tatsächlich für eine komplette Bestzeit reicht. Ich weiß ja nicht, wie die Abstände momentan, wie die Zeiten momentan sind. Von den Kontrahenten. Trotzdem eine neue Bestzeit. Also dann haben wir, oh, wir haben 15 verloren, dann ist die Zeit bei 39,4. Aber kriegen wir schon hin. Genau sowas darf nicht passieren. Ja, wir sind definitiv raus. Was heißt raus, aber genau das meine ich einfach. Schlichtweg ein dicker Fehler von uns drin. Und auf einmal ist die komplette Konkurrenz wieder dran. Ja? Aber da sind wir schön ausgehebelt worden. Die eine Kurve viel zu eng gefahren, die letzte. Und dann ausgehebelt worden. Aber es reicht, um am Ende die 1 aufleuchten zu lassen.
Gut, aber wir haben es geschafft. Und die nächsten 25 Punkte, und zwar Nummer 4, genau auf unserem Konto. Wir sind jetzt bei 100 Punkten. Okay, das ist das schnellste Rundenzeug gefahren. Genau die größte Kollision. Ja, der Crash, der war es am Ende. Das meine ich halt. Genau das. Einfach dieses. Wir müssen aufpassen. So. Und im nächsten Teil sehen wir uns jetzt an den Auftakt nochmal aus Kalifornien. Und dann gehen wir in den letzten Teil schon für die Landfahrt. Und dann sind wir schon durch mit Landfahrt. Ja, dann geht's in den Rallycross. 1,19 Kilometer auf der Profistrecke hier. So, System wie immer dasselbe. Kann man da reingehen? So, letzte Rennen für heute. Gleich los. Gib heute dein Bestes. Bereit. Hey, was ist denn heute los? Ja, sorry, wenn das halt momentan ist ein bisschen. So, wir wollen das ja, das Rennen nochmal vernünftig angucken jetzt. Und damit haben wir schon den Start verpennt. Wir kommen aber, wir müssen jetzt momentan so wieder durchdrängen jetzt gerade. Momentan nur 4, das soll aber momentan auch locker fürs Finale reichen. So, Doppelführung für unser Team. Patsch, und damit ist das Thema. Ja, und damit ist das Thema wahrscheinlich fürs Finale gegessen. Und das ist das Problem, was ich meine. Einmal komplett raus aus dem System. 4 Sekunden müssen wir jetzt auch. Ich glaube, wir können das Finale gerade klicken. Der WM-Führende scheint wohl das Aus im Finale zu sein. Zum Halbfinale zu heilen. Wir müssen unter die ersten 4 kommen irgendwie. Also das war's das für heute. Dann sehen wir uns jetzt wieder erst im kleinen Finale erst. Könnt's knicken. Also das war's. Scheiße. Genau das meine ich. Ja, dieses. Das Gute ist, hier steht der Nächste in der Seite. Wir sind 6. momentan. Aber es wird nicht reichen. Und wie gesagt, wir werden tatsächlich mit dem Abstand noch, mit diesen 4 Sekunden Zeit schaffen, definitiv noch rausrutschen. Das wenn wir die nächsten beiden irgendwie uns denken würden. Letzte Runde. Mach alles klar.
Platz 6 und die Klatsche ja zum Auftakt. Wir sind raus. Sechster Platz. Am Ende ist schließt damit ab und macht weiter. Ja, wir gehen halt tatsächlich nur ins kleine Finale. Und das war natürlich alles andere als souverän. Wir müssen damit leben, dass wir nicht im Finale stehen. Und das tut weh. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall ins B-Finale gehen. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Dann. Bis dahin. Tschüss. Okay.